Und damit herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Ja, wir stecken immer noch im überschwemmten Bezirk fest und müssen die Verräter jagen gehen. Und dementsprechend müssen wir mal gucken, wie wir am besten hier weiterkommen. Da scheint man nicht hoch zu können. Da haben wir auf jeden Fall wahrscheinlich einen Weiner, könnte ich mir vorstellen. So wie es hier aussieht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal darauf. Das könnte auf jeden Fall uns ein bisschen weiterhelfen. Hier sind auf jeden Fall auch noch Wachen. Gut zu wissen. Hier gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen Heil- und Mana-Tränke. Mana haben wir eigentlich. Ja, komm. Das kleine Stück. Dann brauchen wir es halt auf. Okay, da haben wir. Ist das eine Wache oder ist das ein Weiner? Das könnte auch ein normaler NPC sein. Oder auch ein Weiner. Ich glaube jetzt mittlerweile, es ist eher ein Weiner. Hier ist noch Essen. Ich würde sagen, wir machen uns mal kurz bereit. Okay, da komme ich so nicht hin. Die gute Frau, die ist aber auch sehr infiziert. Von hier aus komme ich da nicht hin. Das heißt, also... Hau ab! Zurück, was bist du? Bist du eine neue Wache? So wie ein Tallboy? Kann nicht sein. Vielleicht ein Arzt? Kleiner Spaß. Vielleicht ein Attentäter? Ja, das sieht schon eher so aus. Auf der Durchreise wie? Wolltest du auf dem Seuchenwagen mitfahren? Das probieren immer wieder ein paar. Okay. Und dann fallen sie runter und brechen sich den Hals. Doch das wird dich nicht davon abhalten. Fast geschafft. Es ist ziemlich einfach, von hier auf die Dächer zu kommen. Wirst du sehen. Oh, alles klar. Joa, du von das... mir? Mich ausrauben? Dich mit mir im Heu wälzen? Nee. Mich retten? Ja, weiß ich nicht. Ich gehe nirgendwo hin. Ich bin hier ganz alleine hergekommen. Und ich werde hier bleiben. Na gut, dann bleib da. Denkst du, da draußen ist es besser? Ich sage es dir nur ungern, aber so sieht's nun mal aus. Wie können wir jetzt das, uns was noch du hier siehst, das die ist Rune Dunwall. Holen? Die scheint da der oben auf dem Dach zu sein. Bezirk, der Bezirk der Reichen. Ja, ja. Bald wird alles so aussehen. Ach, egal. Wir gehen erstmal weiter. Ich würde sagen, wir kommen auf das Dach am besten hier oben rüber vielleicht. Bin mir da noch nicht so ganz so hundertprozentig sicher, wie ich da am besten lang laufe. Ich glaube, sie klingt nicht so ganz so gesund. Schauen wir mal von hier aus. Hier sieht es doch eigentlich ganz gut aus. Ah, ouch. Okay, da sollte ich vielleicht nicht draufklettern. Auf den Schienen wird es wahrscheinlich auch... Komme ich denn da jetzt hoch? Wie komme ich da jetzt hoch? Am elegantesten. Hier komme ich auch nicht rauf. Da komme ich nicht rauf. Irgendwie müssen wir da doch hinkommen. Ein bisschen cool auf jeden Fall. Wie komme ich da hin? Wie kommen wir da hin? Gute Frage, nächste Frage. Ich habe so irgendwie die Befürchtung... Ach. Musst du nicht auf einen solchen Wagen springen? Ja, muss ich. Ich bin ja auch dabei. Okay, alles klar. Von hier aus kommen wir da ganz leicht einfach hin. Sehr schön. Ich habe mich schon gewundert. Irgendwie müssen wir noch auf das Dach hier kommen. Aber das hier macht auf jeden Fall Sinn. So, genau. Hier wollten wir rauf. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz eben schauen. Wo war denn jetzt die Rune? Da, okay. Das heißt also, die liegt jetzt im Prinzip auch hier. Sehr schön. Dann haben wir die auch mit eingesammelt. Was haben wir jetzt denn noch? Haben wir noch hier irgendwie einen Knochenartefakt oder nur eine Rune? Nee, sieht nicht danach aus. Das heißt, wir können jetzt direkt auf den Seuchenwagen. So wie sie das gesagt hat. Da müssen wir natürlich jetzt erstmal nur warten, bis er natürlich hier ankommt. Und dann umgehen wir sozusagen die ganzen Weiner hier und brauchen die sozusagen gar nicht erst mitnehmen. Na, ich schau nochmal. Rune haben wir alle eingesammelt. Perfekt. So, also nur noch warten. Da kommt er schon. Oh, da hinten laufen, glaube ich, sogar Tallboys.
Gar nicht so verkehrt, wenn wir das hier machen an der Stelle. So, jetzt gibt er gerade aus. Wenn er jetzt sich wieder gerade hinstellt, dann müssen wir uns kurz schnell beeilen, dass wir da drauf springen können. So, sehr gut. Geduckt. Und die Fahrt geht ab. Wir müssen natürlich jetzt irgendwie gleich noch abspringen. Die Barriere ist wieder im Einsatz. Was? Die Barriere ist wieder im Einsatz? Ich wollte gerade sagen. Das wäre vielleicht ganz clever gewesen. Ansonsten wären wir gleich gebraten. Gut. Wow. Oh. Ich glaube, das war ein Tallboy. Autschi. Glaubt, der hat uns gesehen. So. Okay. Haben wir es geschafft? War es das schon? Zum alten Hafenbezirk. Okay, dann lass uns mal zum alten Hafenbezirk gehen. Kanalisationseingang. Also wie vermutet in der letzten Folge geht es hier doch noch ein Stück weiter. Müssen wir uns mal langsam wieder vorschleichen. Haben wir hier noch irgendwie was, was wir mitnehmen müssen? Runentechnisch? Scheinbar nicht. Gut. Hier sieht es auch relativ ruhig aus, muss ich sagen. Ja, irgendwie sieht es hier relativ... Oh, halt einen Augenblick. Habe ich gerade das falsche Ding gemacht? Ich habe das falsche Ding angemacht. Okay, alles klar. Hier sieht es zwar ruhig aus, aber hier gibt es auch noch ein paar Teile. Und die sollten wir vielleicht nochmal mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. An das komme ich so nicht ran, okay. Lieber nochmal vorher schauen. So. Dann gucken wir jetzt hier nochmal. Da ist auf jeden Fall noch eine Rune. Der Eingang ist aber relativ dicht bei. Okay, da sind auf jeden Fall schon mal Zombies. Weiner. Oh oh. Ja, bewegt euch mal ruhig. Wir sind schnell genug. Ich würde sagen, wir machen das schnell mal hier auf, bevor die uns sozusagen entgegenkommen und springen da mal schnell runter. Okay. Und das geht wieder zu und wir sind vor den Weinern gerettet. Okay, perfekt. Sind hier jetzt auch noch ein paar Weiner unterwegs wahrscheinlich. Erinnert uns so ein bisschen an die ersten Folgen, ne, wo wir auch in der Kanalisation waren. Wünschte, ich hätte einen letzten Schluck Whisky. Aha. Wünschst du, du hättest noch einen letzten Schluck Whisky? Haben wir leider für dich nicht. Okay. Wir lassen dich auch leben. Finde den Generalschlüssel. Ah, okay. Der ist da. Vielleicht können wir dir ja noch einen Whisky mitbringen von unterwegs. Wie komme ich jetzt hier wieder rauf? Okay, an der Seite. Sehr schön. Ich schau mal, vielleicht finde ich ja noch einen Whisky für dich. So. Hier ducken und dann hier lang. Oh, wir könnten jetzt hier nochmal ganz kurz eben schnell schauen. In der Richtung könnte auch theoretisch dann... Okay, könnte nämlich auch das Ding Artefakt sein. Gut, die kann man relativ gut mit den Bolzen abschießen, wenn die sich öffnen. Habe ich so das Gefühl. Haben alles kaputt gemacht? Ja. Vorsichtig sein mit den Viechern, die scheinen hier überall zu sein. Den habe ich getroffen. Den habe ich auch getroffen. Okay, sehr gut. Mal ganz kurz hier ein bisschen Ansicht machen, damit wir auch sehen, wo die Gegner sind im Prinzip. Ah, hier haben wir ein Schloss. Da ist auf jeden Fall ein Artefakt drin, das wir nicht geknackt kriegen, glaube ich. Weil ich habe, glaube ich, keine Nummer mitgenommen aus dem letzten Mal, oder? Haben wir das? Ich glaube nicht. Da sitzt auf jeden Fall auch einer.
Okay, kann ich scheinbar nur töten, wenn die sich aufmachen. Ja, die sind auf jeden Fall unverwundbar, solange man daneben steht. Komm, probier's doch. Warum willst du nicht? Okay, jetzt haben wir ihn. War ja auch ein bisschen hier... Kann man die gar nicht noch looten? Scheinbar nicht. Wir noch einen Bolzen wieder zurückbekommen. Ah doch, ein bisschen looten kann man die, scheinbar. Einige jedenfalls davon. So. Wir haben einiges an Bolzen verschossen, ne? Wow, wow, wow. 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 Okay. Habe ich mich erschrocken ein bisschen. Sollte vielleicht mal ganz kurz meine Sicht wieder anmachen. Ah, ein paar Bolzen haben wir wieder zurückgekriegt, zum Glück. Eben mal kurz die Sicht wieder an. Ah, verdammt, hier kann ich das nicht. Muss ich mich erst wieder hier rauf bewegen. So, nochmal ganz kurz anmachen. Ja, dann sehe ich wenigstens auch, wo welche von diesen Viechern sitzen. So, Kanalisation, Schlüssel. Wo bist du? Sollen wir einmal tauchen hier? Da ist es irgendwo. Ich glaube, wir müssen mal Luft holen hier kurz. Na komm. Ah. Oh. Frische Luft. Oh. Frische Luft, frische Luft, frische Luft. Genau. Und jetzt können wir wieder uns fortbewegen. Hier wird nämlich überall noch ein bisschen Wasser sein. Alles klar. So, da kommen wir rausgeschossen. Aus dem Untergrund. Und hier haben wir eine Treppe, wo wir raus können. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht großartig was verpasst. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Knorren-Artefakte, aber da werde ich hoffentlich nochmal hinkommen. Das eine können wir definitiv nicht erreichen. Das ist halt in dem Tresor drin, wo wir halt leider keinen Schlüssel für haben. Aber die anderen Sachen, die können wir vielleicht bekommen. So, hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar Granaten. Eine Falle brauchen wir jetzt gerade nicht. Und hier kommen wir weiter. So. Ich werde das hässliche Fett und all die Sehnen abkochen. Und ein schönes Lumpengräfin in deine Knochen schnitzen. Hallo! Ist da jemand, der diese verrückte Hexe töten kann? Ich kann dich reich machen! Ach guck, den kennen wir doch. Jetzt. Die Lumpengräfin muss ich sammeln. Bring mich nicht um! Lumpengräfin, stopp! Hör auf damit! Können wir nicht drüber reden? Da ist mein Liebster. Bist du bereit, mir mit Slackjaws Knochen zu helfen? Die Lumpengräfin hat ein paar Geschenke für dich. Hat sie? Ich habe sie verwahrt, falls du zurückkommst. Klingt doch gut. Was für ein Gentleman du bist, der Lumpengräfin beim Kochen zu helfen. Wir werden heute Abend gut essen, Geliebter. Erst musst du ihn töten, damit er nicht aus dem Topf herauskriecht. Was machst du da? Okay. Hör zu, Corvo, hilf ihr nicht! Sie darf mich nicht töten! Was machst du da? Du hilfst ihr? Die ist total bekloppt. Ich kann dich belohnen. Was willst du? Geld, Waffen? Runen. Ja, jetzt können wir theoretisch drüber nachdenken. Das Problem ist, wenn wir ihn töten, dann verschwindet verschwindet er ja. Ja, er löst sich ja auf. Klappt das denn trotzdem? Also ich glaube, sie gibt uns Runen und er gibt uns wahrscheinlich nur Geld. Abstechen. Na gut. Schließe seine Ketten für mich auf, Liebling. Okay. Hier ist der Schlüssel. Ach komm, gib ihn her. Nur zu. Schließe seine Ketten auf, Geliebter. Ja, wie mag ich die Lumpengräfin? So ist's recht. Heb ihn hoch und wirf ihn in den Topf. Na los. Das ist ja eklig. So, meine Belohnung. Oh, vielen Dank.
Ja. Was für eine große Hilfe du warst. Ich lasse ihn jetzt ein wenig kochen. Okay. Nur zu, nimm deine Geschenke und geh. Die Lumpengräfin hat zu tun. Gib her, gib her. Eine Rune, eine Rune. Wo sind meine Geschenke? Empfange deine Geschenke von der Lumpengräfin. Okay. Autsch. Was hat sie mir jetzt gegeben? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Einen Augenblick, ich guck mal ganz kurz. Kriege ich dadurch jetzt noch eine Rune mehr vielleicht? Die hier oben ist? Das könnte gut sein. Wir warten mal ganz kurz ab. Ich sehe hier jetzt gerade nichts drin. Wahrscheinlich erscheint sie uns hier gleich nochmal. Genau, das Mana-Elixier nehme ich noch mit. Betäubungspfeile auf jeden Fall. Ich verstehe immer noch nicht genau, wofür wir das Geld noch brauchen. Schlüssel. So, und hier müsste doch irgendwo die Rune dann jetzt gewesen sein. Da ist sie. Ah, das ist der Schrein vom Outsider. Du entdeckst immer so interessante Orte, Corvo. Ja. Den überschwemmten Ruinen entronnen. Und dann wieder zurück zum Pub, wo du Emily zum letzten Mal sahst. Wo ist sie jetzt? Wie fühlt es sich an? Betrogen von deinen Verbündeten. Merkwürdig, wie man immer wieder ein Stückchen Unschuld verlieren kann. Und Daud? Der Mann, der die Kaiserin getötet hat? Du hattest ihn schon in deiner Hand. Aber du hast ihn entkommen lassen. Du faszinierst mich. Okay. Schauen wir mal, wie weit wir ihn noch weiter faszinieren können. Hier gibt es auf jeden Fall noch eine Sache, die wir mitnehmen können. Ich fange mal ganz kurz eben hier die Sache an, weil da erkennt man das doch noch ein bisschen leichter, was man... da gibt es noch ein Gemälde. Ah, ein Gemälde bringt auch immer viele Münzen. So, was ist, wenn wir das Ding hier andrücken? Oh, da gibt es den Scheiterhaufen. Okay. Aber ich habe noch nicht verstanden, was ich jetzt von der Lumpengräfin gekriegt habe. Habe ich das jetzt irgendwie verpasst? Ich glaube, ich habe es irgendwie verpasst, was ich von ihr gekriegt habe. So, hier scheint es in einen Wasserfall hinabzugehen. Na gut, dann gucken wir mal, wo es denn uns hinziehen wird. Boah, ein Strudel. Oh mein Gott, wo gelangen wir bloß hin? Ich hoffe, wir kriegen gleich nochmal irgendwann Luft hier. Ah, okay. Hat funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo ist jetzt im Prinzip... Da ist ein Knochenartefakt und da ist eine Rune. Okay, gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie wir an die beiden Sachen jeweils rankommen. Und da geht es wahrscheinlich raus. Oder? Scheinbar, nee, noch nicht ganz, denke ich mal. Gut. Ach, hier waren wir vorhin, ne, mit dem Typen. Oder? Das kann gut sein. Ja, doch. Wo ist der Typ jetzt bloß hin? Der hatte doch gelegen. Haben ihn wohl die Ratten gefressen. Okay, den... Ah, stimmt, das war der im Tresor, das Knochenartefakt. Perfekt, gut. Das Hammer. Und da sind jetzt im Prinzip noch die beiden anderen Gegenstände. Die sollten wir vielleicht noch kriegen. Gut. Vorsichtig. Gesundheitselixier. Wie sieht's denn hier bei denen aus hier? Ah, ouch. Böse Viecher. Gesundheitselixier war das, oder? Ja, sehr gut. Kann noch mal ganz kurz eben trinken. Ich sag dir doch, dass wir nicht rauslassen. Können wir mit euch reden, doch. Oder? Sir, ich würde haben Sie nicht meinen Mann gesehen? Er mir geht Jim es nicht so gut. Und trug ein blaues Hemd. Ja, ich glaube, der lacht hier vorne. Okay, das sind scheinbar die Ausgesetzten. Wir können noch ein bisschen was essen. Ah, hier kommen wir vielleicht hinten rum. Ich sag dir doch, die Kinder nicht rauslassen. Ich sag dir doch.
Warum bin ich noch unversehrt? Hier macht's keinen Alle Sinn. Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Ich muss diese Stelle behalten. Vielleicht sieht es morgen schon besser aus. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir die Rune mit. Dann haben wir da wenigstens alle Runen. Da ist noch ein Gesundheitselixier, was wir nicht mitbringen, nehmen können. Hier kommen wir auch nicht raus. Das heißt, wie komme ich jetzt überhaupt hier raus? Na, dann machen wir es halt so. Warum bin ich really? Noch okay, kannst du rauslaufen. Werden von der Seuche geplagt. Gut, die lassen wir mal zurück. Auch wenn sie verseucht sind. Wir versuchen ja immer noch, ein Heilmittel zu finden. Und vielleicht schaffen wir das auch. Wir werden keine drei Monate so, das Knochenartefakt liegt da. Vielleicht kommen wir da gleich noch hin. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall komme ich jetzt hier erstmal nochmal durch. So, ach ja. Ich glaube, ich nutze mal Folgendes. Davon haben wir ja sonst nicht so viel. Oh, sehr gut. Damit kann man die echt gut ausschalten mit den Granaten. Und wir nutzen die ja sonst eigentlich nicht. Da haben wir noch einen. Und fertig. Ausgeschaltet. So, die können wir auch noch plündern. Ups. Irgendwie ein bisschen. Nicht alle, aber den ein oder anderen hier. Oh, 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 oh. Den sollten wir vielleicht nicht unbedingt begegnen. Ach, hier, da ist noch, noch eine Rune. Okay. Wo geht's jetzt weiter? Wo muss ich hin? Das haben wir schon geplündert. Hier komme ich wieder rauf. Okay, wir müssen in... Ne, aus dieser Richtung komme ich, ne? Genau, hier habe ich die Dinger gemacht. Das heißt, ich muss... Nächstes Mal schaffen würde, hier vernünftig zu springen. Hier hin wahrscheinlich. Das sieht gut aus. Wir bleiben mal oben. Okay, erstmal wieder ein bisschen Vorsicht. Wer weiß, wo noch hier welche von diesen Viechern sitzen. Mal ganz kurz eben geschaut. Hier ist sonst aber auch nichts, was wir nehmen könnten. Hier ist auch nur Essen. Ah, noch ein paar Granaten und ein paar Pfeile. Das kann ich definitiv mitnehmen. Wir haben ja schon wieder ein bisschen was verbraucht. 13 Pfeile habe ich noch. Muss ein bisschen aufpassen. Sollte nicht alles wegschießen, sage ich mal. Aber hier scheint das Kanalisationsende zu sein. Das heißt, hier kommen wir auf jeden Fall schon mal raus. Oh, und wir sind jetzt beim Hans Pit Pub. Sehr cool. Das heißt, wir haben die Mission geschafft. Sehr gut. Wir haben leider 3 Knochenartefakte nicht gefunden. Haben ein Gemälde gefunden. Haben 1500 Credits haben wir noch gemacht. 5600 hätte es sogar geben können. Übel, übel, übel. Aber wir haben alles soweit sonst erledigt. 9 Gegner mussten wir leider eliminieren. Leichen bewusstlos entdeckt 2. Gut, kriegen wir hin. Das heißt, wir sind wieder beim Houndspit Pub. Und ja... Hier geht's sozusagen weiter, aber das erst in der nächsten Folge. Bis dann erst einmal. Ciao, ciao.